das eigentlich sein, dass wie, er... Wie kann das, wie kann das sein, eigentlich sein? Dass du vor mir eine Kamera anhast. Es ist wirklich... Ich habe noch nicht mal Handschuhe an. Ich habe noch nicht mal Handschuhe an. Ist dir das klar? Guckt euch das an hier. Hallo Lieben, wir sind mal wieder Magnetfischen. Heute sind Nils und Tobi mit dabei. Wir sind hier zurück mitten in Berlin, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, weil uns einfach extrem kalt war und weil der Anhänger auch schon voll war, beziehungsweise weil der Pickup schon voll war. Heute haben wir den Anhänger mit dabei, ihr seht ihn ja da hinten. Ja, wir werden gleich anfangen mit ein paar schönen Unterwasseraufnahmen wieder vorab nochmal eine Runde. Und ihr wisst ja, alles was unser Material betrifft, unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's gleich los. Dann warum macht hat er eigentlich, wie kann das eigentlich sein, dass du vor mir eine Kamera anhast? Dass der erste Wurf hier, also der erste Wurf von Nils gleich erstmal ein schönes... Das ist auch ein Gewehr, oder? Das ist ein K98, mein Bester. Oh, guck dir das an hier. Hier oben, hier hinten. Es ist wirklich... Ich habe noch nicht mal Handschuhe an. Ich habe noch nicht mal Handschuhe an, ist dir das klar? Guckt euch das an hier. Das ist der zweite Wurf gewesen. Nein, echt der zweite? Ja, ich habe schon Schrott rausgeholt. Was ist das hier unten, der Rest davon oder was hier vorne noch? Man weiß es nicht. Wie lange soll das noch sein? Ja, aber hier, es gehört da vorne ran, das ist der Rest. Ist das krass. Einfach direkt ein K98. Ja, und mit dem Holz hier. Junge, 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 Junge. Auch wenn man es wirklich nicht mehr so sehr erkennt. Das ist krass, war aber so rum, oder? Nee. So? So. Ach, hier ist der Patronenschacht, da oben. Ah ja, Patronenschacht. Das schiebst du da hinten raus, hier Patrone rein, zack, zack, einmal. Möchte ich dir kurz ab vorführen hier? Klack, klack, ja, macht das schön. Das war. Ja. Ist das krass, Freunde. Aber hast Glück, nee, das ist nur eine Stahlstange hier. Das da? Schau. Wahnsinn. Wahnsinn. Kommst du klar? So, 1, 2, 3, yep. So, Nils ist schon wieder schön am Rumpickern. Damit er nicht doof sterben muss, können wir ihm mal erklären. Er hat da einen schönen MG-Wechsellauf. MG-Wechsellauf. Ja, MG-Wechsellauf, genau. Du hast hier hinten nämlich die Möglichkeit, den einzuhaken, weil die sich natürlich bei hohen Schussgeschwindigkeiten einfach mal verziehen. Hier vorne siehst du auch schön noch die Form, ne? Wo das Projektil rauskommt. Wir haben es auch schon mal für eine Kardanwelle, Bootswelle, ähnlichem gehalten. Aber es ist ein MG-Lauf. Einfach ein MG-Lauf. Ja. Ja.
Guck mal. Ein bisschen freilegen. Schau mal, wie schön der noch ist. Alter. Krasses Teil. Dein wievielter Wurf? Dritte? Vierte? Vierter Wurf? Alter, das ist ja hier eigentlich. Wie schön der gleich sauber wird. So, natürlich bin die Kamera wieder rum. Aber der erste schöne Fund. Tobi filmt auch mit. Schau mal. Was erkennen? Ja, was ist das für ein Buchstabe? Ein A gewesen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß, sehr, sehr geiles, altes, schönes Emaille-Schild. Drehen wir um, vielleicht können wir es erkennen. Schau, ja. Gute Frage. Schreibt es in die Kommentare. Hat mich ja kurz gefreut, aber irgendwie nicht. Ah, das Blatt von einer alten Säge. Und ein schönes Türschloss. Und Money. Das ist cool. Das ist ein alter Stromanschluss hier. So. Genau, das ist richtig, richtig geil. Die Hausanschlüsse dran gehen. Ja, ja, genau, oder Straßenbahn oder ähnliches. Cooles Ding auf jeden Fall. Da kommt, ja. Mal so 40 Tonnen im Jahr haben wir schon auf jeden Fall. Ja. Ja. Nils? Stromleitung, Alter. Ja, geil, oder? Ja, gut. Gut, dass ich das erkenne, war ich als... Das ist Wahnsinn, wa? Also du als Jungspund so, dass du das erkennst? Ja. Schöne Gartenleuchte. Ja. Da haben wir irgendwas aus dem Schlamm wieder rausgezogen. Was ist das? Gut, einmal Holz. Zack, ein Liebesschloss. Von wem denn? Amsterdam. Ach, das ist ja lustig. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Ja, Amsterdam, wir kommen bald. Scotty blendet mal ein hier, wann wir denn in Amsterdam sind. Und was ist das? Schon mal sowas. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das bitte ist. Unten ist Holz, oben Metall, Fahnenstab oder was? Wäre mal interessant. Ja, da haben wir schon wieder ein Schloss, aber nichts drauf. Und noch ein Schloss mit einem Herzchen, bisschen Money und hier irgendwas Interessantes. Sieht aus wie, ja, ein Schwingspiegel. Ja. Hallo, grüß euch. Hep. Das ist die Stelle erstmal dran als Hauptding hier. Guck mal hier. Den Schrott hier, das ist echt Wahnsinn. Altes Tretlager. Vom Fahrrad, Fahrradschloss. Das Schweißgerät mal rausholen. Guck mal, Schweißgerät raus. Du hast da übrigens. Was heißt?
Hier, leg mal hin, dein Wagenrad. Und dann kannst du das da reinbauen in dein Wagenrad. Ah, und dann ist das für ein Storch. Ein Stein. Aber weißt du, was du nicht gesehen hast? Ein Storchennest. Wir kommen jetzt. Doch, das habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ach so. Das ist die Commerzbank. Commerzbank, na gut. Ich dachte, da liegt noch ein Telefon. Nö. So, während Nils den Motor schon anschmeißt, machen wir aber schon eine Abmoderation. Anhänger ist soweit voll, wie ihr seht. Für uns gab es heute nur Schrott, nichts Spannendes. Nils hat heute die krassesten Funde rausgeholt, dieses K98 und auch den Lauf. Ja, mehr gab es nicht, dafür eine Menge Zeug. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wir ziehen jetzt noch ein bisschen weiter, aber das seht ihr erst nächste Woche. Bis dann! Hallo ihr Lieben, jetzt mal was Persönliches von mir. Wie ihr gehört habt, ist meine Taufe ein wenig schief gegangen. Nicht, dass ich bei minus, weiß ich nicht, 3-4 Grad und Schnee meine Taufe hatte. Oh, nein, 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 ah! War dem John ja ein Festes, zumal das alles auf Video festgehalten ist. Habe ich mir leider bei dem Sturz in den Kanal, wie John schon erzählt hat, mein Sprunggelenk dreimal gebrochen. Trage immer noch diesen wunderbaren Fixateur. Keine schöne Geschichte, aber nötig. Leider wurde meine OP ja schon zweimal verschoben. Ich warte immer noch, dass es jetzt endlich vorwärts geht und mir meine Platten eingesetzt, also eine Platte eingesetzt wird und Schrauben. Wenn das dann soweit alles abgeschwollen ist, könnte ich eventuell bald nach Hause, vielleicht Ende nächster Woche. Wir hoffen mal das Beste. Auf jeden Fall liegt mir am Herzen, weil ich so viel Anteilnahme von euch bekommen habe, so viele Genesungswünsche und gute Besserungen und ich wahrscheinlich auch nicht jedem Einzelnen da antworten kann, habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kurzes Video, was eigentlich nicht mein Fall ist, aber ich bin total gerührt, dass ihr alle da so mitfiebert. Vielen, vielen Dank. Magnetangeln wird mir fehlen, leider bin ich die nächsten 6-8 Wochen komplett raus. Ich muss mich leider viel, viel schonen. Vielleicht nimmt der John mich mal irgendwann mit, dass ich wenigstens filmen kann, dass ich mal dabei sein kann, weil so ein Magnetangelentzug ist keine schöne Sache. Für mich jedenfalls nicht. Mir fehlt es ganz toll, mir fehlen die Jungs. Ganz, ganz dicken Gruß an mein Team, Maskottchen und Co., an John, Scotty und den ganzen Rest der Bande. Ihr werdet mir alle doll fehlen. Sollte es Neuigkeiten geben, werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Drückt mir die Daumen, dass ich nächste Woche nach Hause kann. Wäre wunderbar. Vielen Dank auch nochmal an Nils und Tobi. Den habe ich ja nun den totalen Schrecken eingejagt. Obwohl ich eigentlich lachen muss. Aber so ein... Also man nennt auch diesen Bruch Bajonett, ne? Kommt noch dazu. Jeder Magnetangler freut sich über ein Bajonett. Aber das ist ein Bajonett, das hätte ich mir diesmal gerne erspart. Aber sehr kurios. Auf jeden Fall, mir geht's super gut sonst soweit. Krankenhaushalt, ne? Braucht nicht viel erzählen. Essen. Geht. Wichtig ist, dass das ordentlich operiert wird und dass das dann gut abheilt und ich ganz, ganz, ganz schnell wieder dabei sein kann und euch bald wiedersehe. Also vielen Dank euch allen. Dicken, fetten Gruß, fühlt euch umarmt und tschüss, eure Sandrine und danke.